Deine Waffen kannst du wechseln, indem du auf Mausrad ab bzw. Mausrad aufdrückst. Halte E gedrückt, während du Munition aufnimmst, um alle umliegende Munition gleichzeitig anzusammeln. So, genau, so können wir die Waffen wechseln. Und mit der Taste E kommen wir ins Inventar und hier können wir dann auch direkt mal die Waffen vergleichen. Huch. So. Mit E konnten wir die vergleichen, genau. So. Da können wir jetzt vergleichen die Waffen im Inventar und unsere Waffen, die wir jetzt in der Hand haben. Feuerrate 10,8. Genau, das ist unsere Standard-SMG, die wir jetzt haben, und das ist die Pistole, die wir gerade gesammelt haben. Die hat eine höhere Feuerrate, höhere Zielgenauigkeit, macht weniger Schaden. Ist bereits ausgerüstet. Ja, ja, ja. Achso, müssen wir so rum machen. Zack. So, und die können wir dann später verhökern oder sonst irgendwas. Können wir im Moment nicht viel anfangen mit. So. Achso, wir sehen im Inventar übrigens auch unsere gesamte Muni, was wir derzeit haben. Da gibt es natürlich auch ein Limit. Oh, guck mal hier, mit richtigem Fernrohr. Sehr schön. Zack. Diese Steuerung scheint beschädigt zu sein. Aber keine Angst, ich schaffe das schon. Das funktioniert nicht. Schnell, hier entlang. So kann man es auch machen. Drücke C, um in die Hocke zu gehen. Drücke erneut C, um wieder aufzustehen. So, hätten wir. Ich glaube, die roten Fässer konnten explodieren. Genau. So viel hatte ich noch. So, kann man hier was benutzen? Nö. Nur Leuchtsignal. So, und hepp. Drücke Leertaste, um zu springen. Ja, das haben wir mittlerweile rausgefunden. So, nehmen wir mal die Pistole und mal gucken. Kann man natürlich wesentlich genauer mit zielen. Okay, andere vielleicht ich nicht. Aber die SMG ist mir im Moment lieber. Die schießt nämlich. Ballert nämlich mehr Muni raus. Bleib mal stehen, du Idiot. So. Gucken, ob wir hier was zum Einsammeln hier. Nö, hier haben wir Muni. Zack. Muni. So. Haben wir einen kleinen Tresor hier. Geld. So. Und schwupp. Okay, da haben wir auch noch was. Ihr solltet immer alles durchgucken, wo irgendwo was grün leuchtet. Weil da in der Regel dann auch Sachen drin, die ihr einsammeln könnt. Da Sachen drin sind, die ihr einsammeln könnt. So, renn da hinten noch rum. Ja, wir gehen erstmal plündern hier alles. So. Geld, Geld. Und hier wieder fleißig Muni. Seht ihr, jetzt haben wir Muni voll. Die SMG-Muni. Pistol können wir noch sammeln. Aber das ist SMG-Muni, die haben wir ja voll. Bleib doch stehen, mach's nicht so kompliziert hier. Alter. So. Mal völlig sinnlos, einfach massenweise Muni reingeballert. Warte mal, jetzt könnte man die aber wieder mitnehmen, theoretisch, ne? Die haben wir vollgeladen. Warum sind wir denn noch voll? Ach, Pistol-Muni ist voll, ah. Ja, macht natürlich Sinn. Okay. Bams. Und Level Up, sehr schön. So, wieder neue Waffe. Du bist eben im Level aufgestiegen. Mit Erreichen eines neuen Levels erhöht sich deine Menge an Gesundheit und deine Schadensstärke. Außerdem wird gleichzeitig deine Gesundheit und dein Schild komplett erneuert. Ja, das mit dem Schild, das kommt später noch. Können wir immer noch keine mitnehmen. Okay. Bams. Headshot. Irgendeiner ballert hier die ganze Zeit noch da. Wo ist er denn? Bams. Ich wusste, du bist der Richtige, mein Freund. Los jetzt. Ich melde mich bald wieder bei dir. Ja, dann melde ich mal. So, können wir jetzt nochmal Muni einsammeln da? Ach, wir nehmen immer 18 auf, deswegen. Okay. Gut. Gehen wir erstmal wieder gucken hier, ob wir das plündern können. Außenposten gefunden. Zack, SMG-Muni. Da kommen wir nicht rein. Ja, ja, ich weiß, dass du da drüben bist. Lass mich erstmal gucken hier. So, Yalt. Yalt, Gash, Zasta, können wir alle brauchen. Ich finde die Grafik hier einfach geil. Die ist alles so geil aufgebaut. Gefällt mir richtig geil hier. So, hier haben wir alles.
Oh, guck mal, was haben wir da noch? Das ist einfach Wahnsinn, wie wir aus dem Loch, wie aus dem Stand springen können hier. Das gibt's gar nicht. So. Da haben wir noch Briefkasten. Zack. So, SMG-Muni, da ist noch ein Briefkasten. Ach, da ist wieder so ein DNA-Speicherhaffen da. Achtung, Bürger von Firestone! Es besteht kein Grund zur Beunruhigung! Der neue Besucher hat das Problem gelöst! Mann, ich hab echt gedacht, jetzt ist alles aus. Diese verdammten Banditen lassen uns einfach nicht in Ruhe. Ich musste alles verrammeln. Ich lass dich rein. Mach schon. Verdammt. Die blöden Stromkreise sind wieder im Eimer. Versuch's mal mit dem Schalter da draußen. So, und eine neue Quest. Der Doktor ist da. Dr. Z, öffne Gebäude 03 in Firestone und sprich mit Dr. Z. Gebäude 03 geöffnet, mit Dr. Z gesprochen. So, das sind die aktuellen Quests, die wir haben. Ich dachte, wäre erledigt. Ah, okay, das ist dann, was er nochmal gesprochen hat. So, Level 2, Schwierigkeit, Normalbelohnung, 48 XP, 0 Knete. Eingabetaste annehmen, so. Mission frisch aus dem Bus abgeschlossen. Hast du ein neues Icon auf dem Heads-Up-Display? Das ist ein Wegpunkt. Der Wegpunkt zeigt dir, wohin du musst, um deine momentan aktive Mission auszuführen. Das Diamantsymbol auf deinem Kompass ist ein Wegpunkt. Der Wegpunkt zeigt an, in welche Richtung du dich bewegen musst, um dein nächstes Ziel zu finden. Ja, dahin, ne? Hallo, Doc. Zed. Dr. Zed. So, warte mal. Hier können wir einen neuen Speicherpunkt noch festlegen. Das mache ich eben mal. So. Danke fürs Aufmachen. Ich heiße Zed. Operieren darf ich nicht mehr, seit ich meine Lizenz verloren habe. Aber ich halte die Medstationen hier am Laufen. An diesen Automaten kannst du alles kaufen, was ein Arzt dir auch verschreiben würde. Bloß ohne die alte Predigtmarke. Die Kammer ist ein Mythos. Die werden sich den Tod holen. Ich denke, wir sind hier fertig. Was willst du? Ich bin das gerade ziemlich am Feiern, wie das hier aussieht. Okay, gehen wir erstmal ein bisschen Station leer machen hier. Geld. Da haben wir nichts, da haben wir noch Muni. So. Mal bei der Waffen voll, jawohl. So. Hey Doc. Ich halte die medizinischen Geräte am Laufen. Mehr oder weniger. So, abgeben. Mission erfüllt. So, Skags am Tor. Skags, keine Ahnung, wie man das ausspricht. So, eine neue Quest. Was hätten wir? Bitte folge mir, ich öffne das Gate für dich. Na dann mach mal. War alles geplündert hier? Weiß ich jetzt gar nicht. Weiß nicht, warum der hier ständig stehen bleibt. Ich glaube, sobald wir nach links oder rechts laufen. Hm. So, der ist ja Messias. Huch. Mach dich nicht so wichtig hier. Bams. Autsch. Der Vorteil, wenn man zwei Waffen dabei hat. Bams. Stirb doch, du Idiot. Kann ja so schwer sein hier. Glaubst du, also will ich verrecken hier? Sieht aus, als würdest du Nein Toast schwer auf die Nerven gehen. Keine Sorge, der kriegt, was er verdient. Will du ich hoffen? Geschafft. Ich wusste, du bist der Richtige. Oh, der arme kleine Roboter braucht unsere Hilfe. Würdest du ihm bitte helfen? Claptrap-Rettung. Finde das Reparaturkit und repariere den Claptrap. Okay. Wo soll das sein? Der kleine Roboter ist arg ramponiert. So hält er nicht mehr lang durch. Sieh zu, ob du was findest, womit du ihn reparieren kannst. Okay, dann machen wir mal gucken. Ah, guck mal, da leuchtet was. Ist das das schon? Rückkasten. Money. So.
Claptrap-Reparatur-Kit. Zack. So, und abliefern. Da muss man das mal machen. Claptrap-Rettung. Zack, erledigt. Ja, wein nicht. Komm, steh auf. Ach, ja. Danke für den Besuch in Firestone. Gute Reise und grüß mir all die freundlichen Claptraps, die dich auf Pandora erwarten. Ich werde nun meine Forschungen an dem wundersamen Sonntier fortsetzen. Was? Okay. Kein Schwein hier. Hm? Keine Sau da. Ach, da guck mal. Skagwelpe. Komm, spiel dich nicht so auf hier. Steht sowieso. Alter, bleib stehen. Blöde Sau. Ich spiel das gleiche. Mäßig stehen. Fünf Stück müssen wir töten. Sollte reichen. Wir sehen uns gleich. Ah ja. Aber erstmal gehen wir plündern hier. So, und Level 3 haben wir schon. Guck mal an hier. Zack. So. 426 Dollar haben wir schon. Na, ich ging ja flott hier mit den 5. Okay. Gehen wir mal abliefern. Und dann mal gucken, was wir als nächstes kriegen. Wupp. So. So, Skags sind wir erledigt. Oder Skags besser gesagt. Besorge einen Energiekuppler, repariere den Mediautomaten und kaufe ein Schild. Ah, 188 Dollar Belohnung. Na, siehst du. Okay, Reparaturkit laut Map. In der Richtung. Okay, dann können wir mal gucken. Bup. Hallo, Fremder. Bin der Fremde, du blöder Arsch. So. Kommen wir da drüber? Nee, ne? Nee. Schade, dachte, wir könnten jetzt eine Abkürzung nehmen. Halte Tab gedrückt, um eine Karte zu öffnen. Auf ihr siehst du verschiedene interessante Orte, sowie deine Wegpunkte. Die Karte findest du auch in deinem Echo-Gerät, in dem du Tab drückst. Ach, guck mal, unsere Level hier. Die Iridian-Weapon-Kenntnisse, Rocket Launch, das hier, ah doch, Sniper Rifle, Combat Rifle, Shotgun, SMG, Pistol. So, hier haben wir Inventar. Na, guck mal. Vergleichen wir mal. Ausgerüstet, die haben wir ausgerüstet im Moment. Hallo? Irgendwie. Pistolen. Achso. Was ist ein RF-Repeater? Was ist so eine Pistol? Ja, ist eine Pistol. Hm. Okay. Den BLR-Sweater haben wir ausgerüstet. Der F hat mehr Schaden, aber schießt nicht so schnell. Der Repeater ist auch langsamer wie unsere. Und nicht so genau. Okay, ne, dann lass mal das mal. So, was haben wir hier? Ah, das sind die Fähigkeiten dann. Okay. Das sind die Quests, die wir gerade haben. Herausforderungen. Meister wird die Technologie von Pandora. Ach, wenn wir die erfüllt haben. Okay. Pistol Kills 8 von 11. SMG Kills 9,9. Menschen getötet 18 von 50. Oh, 1000 XP gibt's da. Ah, guck mal. Kein wirklich geselliger Typ. Oh, ja. Kriegsverbrecher. Kritischer Trefferkills. Ah. Schießt du nie daneben? Gehirnchirurg. Erbarmungslos. 5 Kills.
Mit nicht mehr als 7 Sekunden zwischen den Kills. Ah, das war da bei den Skeks eben. Tötet 10 Feinde in Folge mit nicht mehr als 7 Sekunden zwischen den Kills. Achso, das geht dann immer weiter, okay.